Seid ihr bereit für die wohl größte Challenge, die ich mir jemals ausgedacht habe? Alles klar, ihr seid bereit. Wir spielen deswegen auch den Knappen, denn das ist ein typischer Rollenspiel-Charakter oder eine besser gesagt eine Rollenspielklasse. Ich habe mir nämlich ein Level-System ausgedacht in Fortnite mitten in einer Runde, um das Spiel so bekloppt spannend wie möglich zu machen. Die Roleplay-Challenge bedeutet, man darf Sachen erst nach einem bestimmten Level nehmen, beziehungsweise benutzen, beziehungsweise machen. Zum Beispiel bekommt man Level-Ups durch einen Kill, durch 300 Holz, die man im Inventar hat. Also wenn man 600 hat, hat man so gesehen dann zwei Level, ist klar. 200 Stein und 100 Metall. Das heißt, man sollte so viel abbauen wie möglich, um schneller an die Level zu kommen. Ich werde das nochmal ein bisschen überarbeiten. Vielleicht ist das nicht ganz so gut. Ich weiß es nicht. Oh, ich habe die falsche Kultur. Und durch Level-Ups bekommen wir sowas wie, dass man graue Waffen benutzen darf, dass man Inventarslot mehr hat, dass man bauen darf, dass man grüne Waffen hat, Schildtränke und so weiter. Ich werde das, es gibt ungefähr 14 Level, wir werden irgendwo ganz weit hinten spawnen, am besten in Junk Junction, denn da gibt es halt sehr viel Metall. Und dann mal gucken, wie das sich so auswirkt. Vielleicht werde ich das ganze System nochmal überarbeiten dann für die nächste Runde. Mal gucken. Wir werden jetzt erstmal eine Testrunde machen. Ich habe das noch nicht getestet, deswegen. Ich weiß nicht, wie das wird. Wenn es gut wird, ja, dann ist das schon mal eine geile Challenge. Ich hatte schon immer mal Bock, während der Runde Sachen nicht mitnehmen zu dürfen und irgendwie so eine Art Progress-System zu haben. Und das habe ich jetzt mal eingeführt und mal schauen, wie es so wird. Wir können auch Disneyland landen. Das nenne ich hier. Das ist für mich Disneyland. Aber ich glaube, Junk Junction ist doch ein bisschen vorteilhafter. Auch wenn da gerade einer spawnt. Auch wenn da gerade einer runtergeflogen ist. Mal schauen. Also wir dürfen jetzt erstmal nur graue Sachen aufnehmen. Ja. Ich kann auch erstmal zu Baby rüber. Ja, aber guck mal einer an. Da fliegt schon einer Junk. Nee, doch nicht. Macht er doch nicht, oder? Doch, macht er. Oder? Ja. Geh nicht nach Baby Das CD, mein Freund. Wehe, Alter, wehe. Da ist schon mal was Graues. Ja, alles klar. Das Problem ist, ich darf zwar abbauen, aber ich darf noch nicht bauen. Und das ist doof. Scheiße. Ich darf auch keine Schildtränke mitnehmen. Ach man, hier war doch... Ach, da ist eine graue Waffe. Moment, wir kommen da hoch. Der Jump'n'Run King ist wieder back. Woo! Wir dürfen auch keine Schatzkisten öffnen. Das geht auch erst ab einem bestimmten Level. Deswegen müssen wir die leider hier... Oh. Nee, Munitionskisten dürfen wir öffnen, stimmt. So, wir haben schon mal drei gute graue Waffen. Okay, ein Sturmgewehr wäre natürlich noch sexy, aber... Man kann ja nicht alles haben. Wir sind sogar noch in der Zone drin, das ist doch nice. Wenn wir den Typen schon mal killen würden. So, wir haben jetzt ein weiteres... Nee, Quatsch, erst ab 300 Holz. Ich Vollhorst. Ja, es gibt viel zu wenig. Deswegen 100 Metall. Okay, Leute. Wir haben 100 Metall, das heißt, wir dürfen jetzt zwei Sachen im Inventar mitnehmen. Ich habe vergessen, dass ich nur eine mitnehmen durfte. Ups. Aber warte mal, was mache ich denn? So, das haben wir uns jetzt freigespielt. Ja, das mit dem Inventar habe ich gerade vergessen. Das ist ein bisschen doof. Doof gelaufen. Wir gucken mal, ob wir den da hinten bekommen. Der in Junk Junction rumgammelt. Oh, da liegt sogar eine Scar. Ist das eine Scar? Es ist eine fucking goldene Scar. Wisst ihr? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Wenn ich so eine scheiß Challenge mache wie die jetzt, ja... Dann ist hier einfach mal eine Scar. Warum? Warum?
Ich darf die jetzt mit dem letzten Level mitnehmen, ist ja klar. Ist halt Gold, ne? Ich frag mich ja gerade, wo der Typ hin ist, ne? Oder auch hier! Mann, ey. Der hat den Schildtrank liegen gelassen. Ja, gut, moin. Okay, gut, da war ich aber auch sehr schlecht. Das hat nicht mal was mit dem Level-System zu tun. Scheiße, da war ich einfach kacke. Nicht mal ein Sturmgewehr hatte ich da irgendwo in der Nähe, außer ein grünes. Ich hätte die, wenn ich die Scar gehabt hätte, hätte ich den locker gekillt, hundertprozentig. Aber das ist der Fluch. Wenn man eine Challenge macht, die sowas von scheiße komplex ist. Aber gut, es gibt wahrscheinlich noch komplexere Challenges. Ich will mich jetzt hier nicht so, ne? Ihr wisst schon. Ich kann jetzt mal vorlesen, was man alles so bekommt. Also, Level 1 grau, das ist klar, das ist am Anfang halt immer so. Level 2 Inventar plus 1, Level 3 dann bauen. Level 4 grüne Waffen, Level 5 Inventar plus 1. Level 6, dann darf ich jetzt die Schildtränke benutzen. Mit Level 7 blaue Sachen, mit Level 8 wieder ein Inventarplatz. Level 9 die Schatzkisten öffnen. Level 10 lila, Level 11 Airdrops öffnen, Level 12 Inventar auf voll. Und dann Level fucking 13 orangene Waffen. Ich will diesen Skin haben, Mann. Das Problem ist nur, dass ich eine 10-Euro-Karte holen möchte und keine 20, damit ich nicht wieder zu viel Geld ausgebe. So, wir landen jetzt mal... Oh, das ist schwer, ein Flash. Lucky, wir könnten Lucky landen. Ja doch, landen wir mal Lucky Landing. Einfach mal, um einen... Kumpel von mir einen Gefallen zu tun. Der mag Lucky Landing, genauso wie ich mag Lucky Landing auch. Es gibt sehr wenige Menschen, die Lucky Landing mögen. Ich verstehe nicht warum. Ist die schönste Stadt. Immer noch von allen. So. Weil die einfach mal anders ist. Anders aussieht. So. Jetzt hätte ich so einen Samurai. Gibt es eigentlich einen Samurai-Skin? Das wäre eigentlich noch richtig geil. So mit so einem richtig krassen Odachi auf dem Rücken. So à la Nioh oder so. Boah, wäre das fett. Warum gibt es doch keine Samurai-Skins? Fortnite, macht mal was da. Bitte, Samurai. For the win. Das wäre so awesome. Boah, wäre das geil. Alles klar, wenn das hier irgendjemand mitbekommt, der irgendwas mit Skins am Hut hat. Samurai-Skins. Das sind die schnell, die sind die schnellen Ritter der neuen Zeit, so gesehen. So, blau, also graue Sachen. Ah, perfekt. So, dann schön abbauen hier noch. Weil ich dafür nur eine Sache mitnehme. Das Jagdgewehr würde ich eh nicht mitnehmen wollen. Guck mal, da ist sogar extra noch 30 Holz. So. Die Fallen darf man natürlich mitnehmen, aber nicht benutzen. Das ist klar. Das ist ein Fallenslot. Das ist. Steht nicht zur Debatte. Übrigens habe ich mit einem Kumpel die Rainbow Challenge gemacht. Zweimal. Und wir haben die zweimal geholt, die Runde. So, einfach mal alles abbauen. Alles, was geht. Umso schneller kriegen wir Level. Klar, durch Kills kriegen wir auch Level, aber... Man sollte es am Anfang nicht übertreiben. Null. So, wo ist denn die Zone eigentlich? Ach, alles klar. Okay, wir können hier eh nicht lange bleiben. Oh, shit, ey. Scheiße, wir müssen uns beeilen. Das ist uncool. Natürlich brauche ich auch dann noch Material fürs Kämpfen, nur... Ich muss erstmal bis dahin kommen. Das ist mein Problem. Eigentlich wäre es am klügsten... Ach, ficken, ey.
erstmal hier das Metall zu machen. So, da jetzt sind wir Level 2, genau. Nice, jetzt dürfen wir zwei Sachen mitnehmen. Ich finde hier aber bloß nichts anderes Graues. Also eine Pumpe wäre schon ganz geil. Ah, kacke, komm. Schnell nochmal Holz, dann darf ich auch wenigstens bauen, wisst ihr? Das ist schon mal die halbe Miete. Ich habe natürlich auch alles in der Beschreibung verlinkt mit den ganzen Leveln, damit ihr auch immer selber sehen könnt, was ich so freigeschaltet habe und mich auch korrigieren könnt. So, jetzt haben wir 300 Holz, das bedeutet, wir dürfen jetzt bauen. Das ist schön. Das Problem ist nur an der ganzen Sache. Hier ist eine Pumpe. Woo! Ich würde mal sagen, dass wir jetzt losgehen. Das Problem an der ganzen Sache ist nur leider, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel 300 Holz hat, spendet es bis auf 250 und dann wieder 300 hat, dann zählt das nicht als Level ab. Also man kann sich hier nicht, sage ich jetzt mal, ne? Das nächste wären halt 600. Holz. Das heißt, wir sollten eigentlich jetzt mit Stein arbeiten, würde ich sagen. Deswegen werde ich mal umändern. Boah, sollen wir noch da durch? Ich weiß es nicht. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Holy fuck. Was kommt denn mit Level 4? Ah, dann darf ich grüne Sachen benutzen. Ja, schön, da war eine Pumpe, eine grüne. Super. Ganz groß. Ganz große Klasse. Also Holz baue ich jetzt erstmal nur noch ab, um das voll zu machen. Und dann, damit ich dann Holz benutzen kann. Also es ist schon, man muss sich schon so eine leichte Strategie auch ausdenken können, glaube ich. Weil sonst wird es schwer. Und ich glaube, diese Challenge ist auch nicht zu zweit oder ganz, vor allem nicht zu viert machbar. Das ist eine reine Solo-Challenge. Also wenn ihr die mal ausprobieren wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Aber zu zweit wird es leicht kniffliger schon. Aber zu viert oder zu dritt ist das schon, das zu koordinieren, eine Mammutaufgabe. Würde ich einfach mal behaupten. Ah, in Wedding, in Moisty zu landen wäre eigentlich besser gewesen, ne? Da hätte man schon die 900 Holz fertig machen können. Hätte dann damit nicht mehr leveln müssen. Ah, naja. Gut. Nicht so schlimm. Ein Kill wäre auch ganz geil. Da war auf jeden Fall einer drin hier. Der ist da noch drinne. Der hätte niemals einen großen Schildrank vergessen. Obwohl. Ah, ist das doof. Ich könnte ihn ja nicht mal mitnehmen und trinken, wenn ich Schildränke benutzen dürfte, weil ich darf ja nur zwei Sachen haben. Klar, man kann erstmal austauschen. Das hätte ich auch dann gemacht, aber dauert ja auch alles seine Zeit. Wie gesagt, wenn euch die Challenge natürlich auch gefällt, die ich hier mache, weil das ist wirklich eine, wo ich mir wieder wirklich mal den Kopf angestrengt habe. Und nicht sowas wie, ich mache jetzt so graue Waffen. Wie gesagt, das wollte ich auch eigentlich nochmal machen, so eine richtig simple Kack-Challenge, damit ich irgendwas hab, aber nee, das bin einfach nicht ich. Ich muss mir mal irgendwas Krasses ausdenken. Das bin dann schon eher ich so. Ja, wenn euch die gefällt, ne, wie gesagt, Like da lassen, wäre ganz nett. Damit ich auch weiß, ob ich die irgendwann nochmal bringen kann. Weil ich werde jetzt erstmal so viele Challenges machen, bis ich gar keine Ideen mehr habe. Was eine Weile dauern wird wahrscheinlich, weil ihr seht ja, was jetzt hier schon zustande kommt. Eine fucking Roleplay-Challenge. So, ich würde jetzt mal sagen, jetzt ab in die Zone. Wir haben jetzt übrigens 600 Holz. Das heißt, wir dürfen jetzt grüne Sachen benutzen. Wir dürfen grüne Sachen benutzen. Das heißt, wenn ich eine grüne Schrot finde und ein grünes Sturmgewehr finde, instant austauschen. Hier werden viele hinkommen. Na? Das sind sogar Bandagen, ey. Holy crap. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Nice. Geil. Okay. Das nächste wäre wieder ein Inventarplatz, ne? Ja. Und ich glaube, das nächste ist sogar da hinten am Haus, mein nächstes Level. Dann darf ich endlich Sachen benutzen, also wenn noch ein drittes
Ding mitnehmen. Oh, grüne Sachen. Aber Schildtränke darf ich danach erst benutzen. Ach, mal. Es ist ein Fluch. Ja, mach nur. Das ist jetzt uncool. Oh shit! Snappity snap! Sache. Ich darf jetzt drei Sachen sogar mitnehmen. Dann nehme ich doch nochmal so eine Pumpe mit. Kill is kill. Wir haben sogar fast das Metall voll. Lass mich raten, das ist der Astronaut. Das ist der! Willst du mich verarschen? Der hat da drinnen geschimmelt oder was? Du bist so ein hässlicher Mongo, weißt du was? Du bist so ein hässlicher Dude, ey. Eigentlich ist er nicht hässlich. Ach man, Leute, jetzt hatten wir schon Inventar. Wir hätten mit dem Kill Schildtränke benutzen können. Mann, das regt mich auf. Ja, nur leider war es das jetzt auch schon, weil noch länger will ich das jetzt hier nicht machen. Also ich habe schon Bock drauf, aber noch länger will ich jetzt hier nicht die Aufnahme strecken, deswegen. Ja, wie gesagt, ihr könnt euch das alles nochmal angucken. In der Beschreibung werde ich das verlinken, womit man Level bekommt. Und vielleicht auch noch Verbesserungsvorschläge für die Challenge, es sei denn, ihr findet sie so perfekt. Ich finde sie schon perfekt, man kann drei Level mit Holz machen. Knapp vier Level mit Stein. Ne, vier Level kann man auf jeden Fall mit Stein. 200, 400, 600, 800, ja. 1000 geht ja nicht. Das ist ein bisschen asozial. Ja. Also 3 plus 4 sind dann natürlich 7. Plus 900 Metall sind allein 16. Allein man kann allein 16 Level durch das Dingens, durch das Abbauen bekommen. Wenn man natürlich ein Lama findet, hat man instant, was weiß ich, wie viele Level-Ups. Man kann es mal kurz durchrechnen. 1, 2, 3, 8 Level-Ups. Krasser Scheiß. Aber gut, wir sehen uns dann zur nächsten Folge, zur nächsten Challenge. Mal gucken, wann die kommt. Haut rein und ciao. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Wie gesagt, Like da lassen, wenn euch sie gefallen hat. Oder einen Kommentar schreiben für Verbesserungen. Und ciao.